Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei The Guest. Wir haben in der letzten Folge ja mit der Spieluhr ein bisschen gespielt. Ich bin fast total verrückt geworden, weil ich das nicht ganz so hingekriegt hatte. Also es hat auf jeden Fall sehr lange gedauert. Ich habe es dann zwar hingekriegt. Aber nun gut, wir sind jetzt hier in dem Raum gewesen. Wir haben jetzt auch hier diese Tür aufgemacht. Und da wollten wir ja in der neuen Folge erstmal reingehen. Und das machen wir auch gleich. Es sieht eher so aus wie, ich weiß nicht, was ist das? Oversight Facility Area? Ich weiß nicht, was das genau ist. Auf jeden Fall, ich würde nicht sagen, dass das jetzt noch ein Hotel ist. Ja, gut, lassen wir uns überraschen. Wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen mal, was passiert. Auf jeden Fall ist da eine gute Musik, so wie es letztes schon war. Habe ich auch gesagt. Warum ist denn... Oh. Geht die Tür auch zu? Nö. Die Tür bleibt offen. Das Radio, ja. Ich mach mal aber jetzt aus. Dann kam jetzt auf einmal unsere Musik. Das hört sich aber viel schöner aus als das andere. Das ist so, so fröhlich. So, was haben wir hier? Was ist das? Was passiert hier? Man kann nicht wirklich was damit machen, also verlassen wir es. Oh, da ist ein Knopf. Ah, ich brauche einen Ausweis dafür. Ausweis? Haben wir hier nicht irgendwo einen Ausweis? Bordkarte? Ne, wir haben ja nur die Brille genommen. Notizblock, Zeitschrift? Nö, haben wir nix. Okay. Oh, hier ist was zu lesen auf jeden Fall. Anweisungen der Aufsicht an Zimmeraufsicht 1 313, deren momentaner Einsatzort die Aufsichtsanlage 297 ist. Das ist unser Zimmer. Bereiten Sie das Zimmer für die Zielperson vor, bevor sie am gewählten Datum aufwacht. Sie finden einen Orientierungsfilm mit weiteren Anweisungen in dem Zimmer. Bleiben Sie in Ihrer Aufsichtsanlage, während die Zielperson Fortschritte macht. Notieren Sie all Ihre Handlungen. Für den Fall, dass etwas Ungewöhnliches vorfallen sollte, steht Ihnen ein Bereich für Zwischenfälle zur Verfügung. Wenn Sie alles unter Kontrolle haben, schreiben Sie eine falsche Pressemitteilung über das Verschwinden der Zielperson, um Ihre Daten aus den Aufzeichnungen zu entfernen. Sobald Sie fertig sind, sammeln Sie Ihre Dokumente und lassen Sie diese im Container außerhalb des Aufsichtsareals A. Qualitätsaufseher H028 Aufsichtsabteilung. Okay, da haben wir es ja schon, ne? Sie lebt. Sie lebt definitiv noch. Aufsichtsabteilung 503, Zwischenfälle, Zwischenfall 1. Die Zielperson fand ein von der Aufsicht klassifiziertes Dokument, in welchem ein Telefoncode erwähnt wurde, 01138. Da haben wir auch schon angerufen. Er wählte die Nummer, der Notfallstatus wurde aktiviert und ihm wurden neue Amidal-Tabletten zur Verfügung gestellt. Er nahm die Tabletten ein und erlitt eine Überdosis. Er wurde ohnmächtig. Nach einigen Minuten wachte er auf und nahm das Dahedron. Anscheinend hatte er sie davor nicht bemerkt. Alles ist wieder normal. Hey, die schreiben über uns. Was passiert hier jetzt? Aufsichtsabteilung für eine Verfolgung der Zielperson. Gewähltes Datum des Verfahrens, bla bla. Am 25.10.86 aufgewacht um 4:23 Uhr. Öffnete ordnungsgemäß die Werkzeugkiste und fand den Knauf. Öffnete die Badezimmertür. Erster Zusammenbruch wegen Tabletten, nahm ordnungsgemäß seine Dosis Amidal an. Fand den Hebel und verwendete ihn, ging ins Wohnzimmer, aktivierte ordnungsgemäß die Stromversorgung, Licht an. Vervollständigte ordnungsgemäß die Drehschlüssel, Zwischenfall 1. Wählte 48151 und aktivierte den Projektor, vervollständigte ordnungsgemäß das Dahedron.
gab Dystopia ein und fand die Musikkurbel, vervollständigte ordnungsgemäß das Sicherheitsfeld, öffnete die letzte Tür, schaltete das... Achso, das andere haben wir ja schon, gelesen, oder? War das das mit schaltete das Licht auf? Nein. Schaltete das Licht ein. Ach so, und dann war ich hier. Aber so schnell konnte jemand... Okay. Das machen wir jetzt mal aus. Oh Gott, ist das laut. Ach so. Haha. Ja, jetzt können wir ja doch hier... aktivieren. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wo hat er die... verwenden? Geh mal außen rum. Enter your password. Och nö. Was für ein Passwort denn schon wieder? War das nicht 279? Oder 297? Oh. Ja, dann war es halt 297. Steht hier irgendwas drauf? Von wegen Passwort? 503 vielleicht? Ich schreibe mir jetzt einfach alles mal auf. 503. 4.23 Uhr aufgewacht. Vielleicht kann ich die 423 nehmen. Könnte ja sein. Dann da ist auch nur die 503, sonst nichts. Und hier... Das brauche ich jetzt nicht? Ja, nee, ich will es ja nicht nehmen. Du sollst es ja nur aktivieren. Dann ist hier 313. Ja, 297 war uns. Und dann 028. Hi. Na, probieren wir es einfach mal. Wer weiß, vielleicht stimmt's ja. Machen wir erstmal die 503. Okay, 503 ist es schon mal nicht. Die können wir durchstreichen. Dann 4, 2, 3, oder? Genau. Okay, also eine davon war es auf jeden Fall. Sehr schön. Was wurde uns jetzt gezeigt? Ah ja, die Kameras. Das heißt, wir wurden beobachtet. Okay. Das ist das Bad. Das ist hier im Wohnzimmer. Und das hier? Warum zeigt es hier so ein roten Ding an? Kann hier nichts machen. Komme ich hier nicht rein? Muss ich da wieder zurück? Weil es da so komisch anzeigt? Und es regnet und regnet und wir sehen den Mond. Ja. Ach so? What the fuck? Das war vorher aber nicht. Oh. Was ist das? Gibt's hier einen Schalter? Ach du Scheiße, ich sehe hier nichts. Hier ist nichts. Ich komme hier nirgends hin. Komisch, kann ich hier nichts machen? Also hier gibt es auf jeden Fall keinen Schalter. War das vorher schon da? Was ist das da unten? Ach Gott. Puh, behalten. Oh! Ich sollte diese Lampe anzünden. Mit unserem Feuerzeug. Was bringt mir das aber? Ja, ja, das funktioniert nicht mehr. Das ist vorher auch nicht gegangen, ne? Ja, jetzt habe ich die Lampe zwar angemacht, aber was bringt mir das?
da hoch? Ist hier irgendwas noch zu nehmen? Ja, ich kann auf jeden Fall noch zurück. Das ist schon mal gut. Radio ist schon wieder an. Da ist gezeigt. Wieso zeigt es an? Auf Pause gedrückt. Hier auch auf Pause. Sehe ich da irgendwas, was anders ist? Nö. Muss ich die Oh. Die gehören nicht mir. Ich sollte sie nicht nehmen. Okay. Das nehmen wir mit. Können wir die eigentlich mitnehmen? Nö. Ja, jetzt müssen wir irgendwie das Ding hier verwenden. Aber für was? Ich glaube sogar, dass es fürs Bad ist. Bah, warum ist es hier jetzt so dunkel? Was soll denn der Mist? Das geht doch nicht, dass einfach so das Licht aus ist. Ich hab's nicht ausgemacht. So, jetzt sind wir hier. Mein Darkness hier. Och. Gibt's hier wieder Probleme? So, ausmachen. Oh! Nö. Kann man die nochmal nehmen? Nein. Ja, ich denke mal... Dafür ist das gedacht. Oder auch nicht. Man kann nichts machen damit. Komisch. Wir sehen es uns mal an. Ich kann es nur verwenden. Schauen wir mal. Ach so, das geht dann nicht. Ja, okay, ich glaube nicht, dass das uns was bringt. Das glaube ich eher nicht. Ach, scheiße, jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Auch wenn es ziemlich einfach aussieht, ich weiß nicht wirklich, was wir machen müssen. Ja. So, so, so. Jawohl, Muster ist drin. Sagen. Gehen wir mal wieder zurück. Ich weiß auch nicht, für was das unbedingt hier ist. Hier haben wir ja schon alles gemacht. Da auch. Das Teil haben wir ja auch schon. Ich wüsste nicht. Wieso gehen immer die Lichter aus? Das ist doch nervig. Mann. Es werde Licht. Gibt es hier noch was zu holen? Hm, vielleicht können wir das hier verwenden. Auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hm. Komisch.
ja. Ausmachen. Wieso zeigt es hier an? Bin ich hier noch nicht fertig? Will er mir das damit sagen? Vielleicht muss ich ja noch was anderes eintragen. Vielleicht die anderen noch? Och, nö, ich kann ja nicht mal mehr was eintragen. Also war das schon richtig. In diesem doofen Zimmer. Zumachen. Okay, das kriegen wir nicht zu. Was steht hier? Center A, ja. Da ist schon wieder so ein Bild. Liegt hier noch was rum vielleicht? Auf jeden Fall eine schöne, gesunde Pflanze hier. Hier war nichts mehr. Wir haben doch hier unsere Zeitschriften gehabt. Wo ist denn die erste Zeitschrift? Das ist doch die hier, oder? Also, ich schreibe es mir nochmal auf. B. E. N. B. E. N. C, T, O, R. B, E, N und C, T, O, R. Und hier E, F, A. E, F, A, Juli 1986 ist noch gezeigt. So, hatten wir noch irgendwelche oder war es das einzige? Ich glaube, das waren das einzige. So, geben wir mal ein B, E, N. Ich weiß gar nicht, ob ich... E, F, A. E, F, A. Und C, T, O, R. C, T, O. Wo ist denn das R? Bin ich jetzt blind? Ah, ja. Das R fehlt. Da sollte das R sein, anscheinend. Verdammt. Und nun? Benefactor? Benefactor. Benefactor. Aber wo ist das R? Oh, da unten ist ja noch was. Oder? Nö. Da war ja nichts drin. Da? Was heißt denn hier mit verlangsamen? Da gibt es keine Verlangsamung. Helsinki, Berlin, Stockholm, London, Paris, Madrid, Rom, Athen, Rabat, Tripoli, Kairo, Bagdad, Sanaa, Nairobi, Islamabad, Ulan. Bangkok, Tokio, da steht es auf jeden Fall drauf, Norden, das gehen wir glaube ich runter nach Süden, oder? Zeigt es Süden an? Ja. Das stand aber nirgends. Hier ein Weg. So, jetzt kommen wir auf diese Seite, Boston, Washington,
La Habana, Caracas, Brasilia, Buenos Aires, San Diego, Lima, Panama, Mexiko, Houston, oh Gott, Ottawa, Vancouver, Los Angeles. Ja, mehr gibt es nicht. Vielleicht brauchen wir das ja auch gar nicht. Das kann ja auch sein. Benefacto. Gehen wir jetzt nochmal hier rein. Na, es zeigt immer noch an. Benefacto. Irgendwas muss ich hier machen. Was ist mit dem Licht hier? Warum zeigt es, dass es nicht funktioniert? Funktioniert doch, oder? Benefacto. Benefacto. Ich muss das R finden. Naja, das haben wir ja schon. Sie ist nicht tot. Ich muss aber trotzdem das R finden. So vielleicht? Vielleicht müssen wir so schreiben. Oh, was ist das? Das war ein B? Man sieht die Buchstaben nicht richtig. Das ist G. Wieso auch immer. B-E-N. Punkt. E-F-A. Punkt. Und C-T-O. Ja, C-T-O-R eigentlich. Es ist schon komisch, weil die Zeitschriften alle drei Buchstaben hatten. Also außer das eine, das hatte vier, das C-T-O-R. Vielleicht brauchen wir gar nicht das R. Einfach so vielleicht. Und dann Ausrufezeichen. Ich glaube nicht, dass sich was geändert hat. Gut. Dann. Punkt. Ups. Auch nicht. Ich verstehe auch nicht wirklich, was das sein soll. Man kann es auch nicht wirklich. Cryptex, ja, Cryptex ist ja schön und gut, aber ich kann es ja nirgends gebrauchen. Hört sich schon wieder hier an. Da auch nicht. Kann ich die Karte wieder rausziehen? Passwort, enter your password, haben wir gemacht. Mann, was ist da? Nichts. Gehen wir da wieder zurück. War hier noch was? Nee, das war mein Tagesplan. Hier. War nichts. Glaube ich auch nicht. Da können wir jetzt war ist das wieder ein anderes? Nö. Nee.
Das ist verschlossen. Da kommen wir nicht mehr hin. Weiß nicht. Ich glaube, wir können jetzt nur noch das da verwenden. Klappe. Da können wir ja nichts mehr. Auf die Toilette können wir auch nicht. Verdammt. Nur wie verwende ich das da? Cryptics. Ansehen. Ach so, haha, ja. Ach du Scheiße. So, wie gehört es jetzt rum? Okay, wir müssen doch das machen. Aha, je. Ansehen. Das. Boah. Komische Zeichen auf jeden Fall. Das muss aktiv sein, glaube ich. Aber wir haben zwei dieselben Dinger? Haben wir ja eigentlich gar nicht. Also das, wie so ein Ohr aussieht, haben wir eigentlich nur einmal oben. Pa-pa-pa-da-pa. Nun gut, aber das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Das wird auf jeden Fall ziemlich schwer. Ich denke mal, ich werde in der nächsten Folge ziemlich lange brauchen, um das zu entziffern. Aber nun gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.